2012 ist für mich Commodity. Dinge, die in den letzten Jahren hip und fancy waren, die werden jetzt allgemein gut. Wir sind nicht mehr technikgetrieben, sondern es geht um ganz andere Dinge. Gaming und, sag ich mal, so diese ganz abgedrehten Sachen nehmen, QR-Code. Social TV. Social TV wird groß und wird uns beschäftigen und wird noch ganz neue Formen zeigen. Und viele Startups werden wir sehen. Und wir als Sender werden uns sehr intensiv mit Social TV und Formatentwicklung, wie wir es zusammenbringen, beschäftigen. Für mich persönlich ist der Trend, dass Mobility in den Unternehmen angekommen ist. Also die SAP-Kunden beschäftigen sich alle mit dem Thema, nicht zuletzt getrieben durch die Entwicklung bei den Geräten. Die Mitarbeiter bringen ihre Smartphones mit ins Unternehmen, bringen die Tablets mit ins Unternehmen und man sucht jetzt nach dem sicheren und sinnvollen Umgang mit der Technologie. Mobile Zahlungen werden Realität in Deutschland. Wichtigster Punkt ist, der Handel wacht auf und wird sehr innovativ. Und das freut uns. Mit Sicherheit das Thema Extended Packaging und Trusted Data. Das heißt, mehr Informationen über die Produkte, Inhaltsangaben, Nährwertangaben auf der einen Seite, aber auch natürlich Marketingtrends, Bewertungen vom Endkonsumenten, vom Nutzer, sind mit Sicherheit Themen. Grundsätzlich hat sich ja Mobile in den letzten Jahren angekündigt. Schon seit vielen Jahren gibt es den mobilen Webmarkt in der Theorie. Seit 2 Jahren, vielleicht seit 3, gibt es ihn in der Praxis, durch iPhone letztendlich beschleunigt, also durch Apple, mit Android jetzt in der 2. Ausbaustufe, mit radikalen Wachstumsraten, vor allen Dingen auch bei Android, was die Zugriffe und die Devices anbelangt. Bisher muss man ganz klar sagen, 75% der Tablets sind immer noch iPad. Und wir sehen jetzt aber schon, dass es dieses Jahr anders wird. Es wird auch sehr viel differenzierter und fragmentierter werden. Und deshalb muss man sagen, kann man da noch nicht unbedingt eine Aussage fällen. Wir werden das in diesem Jahr sehen, was es dann wirklich bedeutet. Die Nutzung auf Verbraucherseite wird weiter wachsen. Die Tablet-PCs werden mit den sinkenden Preisen eindeutig im Volumen zulegen. Ich glaube, das wird allerdings noch so bis zum Weihnachtsgeschäft dauern, wenn dann die Preise richtig fallen. Und mobile Werbung wird auch im Jahr 2012 zu einer deutlich relevanteren Größe werden. Das Thema LTE ist natürlich ein starkes Thema global, das auch letztes Jahr 2011 schon gestartet ist in den USA. Für Deutschland ist es natürlich so, dass LTE auch schon Thema ist, sage ich mal, eher im Festnetzbereich. Und da sehen wir für 2012 auch den Einzug in Mobility-Bereich, was Smartphones angeht. Mehr möchte ich da noch nicht verraten, aber ich glaube, 2012 wird ein sehr spannendes Jahr und ich glaube, die große Frage oder der große Trend setzt sich so ein bisschen zusammen, wie schafft man auch eine Verknüpfung zwischen Mobility und Desktop? Und gerade in dem Bereich, wir sprechen oft von Tablets, von Slate-PCs, da wird es sehr spannend sein, welche Anbieter sich durchsetzen, natürlich auf der Hardware-Seite, aber auch auf der Software-Seite und vor allem, wie beide Parteien zusammenkommen.